Ja, Marco Grüttner, der Kapitän, ist jetzt bei mir, um über dieses Jahr 2018 zu sprechen. Ich glaube, persönlich für dich einer der ganz großen Momente war erst vor einigen Wochen, weil hier ist deine kleine Tochter hier nach dem Spiel vor der Kurve, nach dem Spiel, Heimspiel gegen den FC Ingolstadt, weil die Grüttners sind nicht nur zu dritt, sondern jetzt auch zu viert. Ja, genau. Wir haben Nachwuchs bekommen, noch einen kleinen Sohn und ja, wir freuen uns natürlich riesig. Wichtig ist, dass alle gesund sind und sind wir um eine Person mehr gewachsene Familie. Sportlich gesehen, welcher Moment sticht heraus? Ich glaube, es waren ja doch einige Spiele, die besonders waren dieses Jahr. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten wieder viele große Momente dieses Jahr. Und ich sehe aber das Spiel in Hamburg so als kleinen Wendepunkt dann auch an, weil ab da haben wir dann eine beachtliche Serie gestartet von 10 Spielen, die wir ungeschlagen waren. Und ja, natürlich 15-0 in Hamburg zu gewinnen, das kommt nicht oft vor. Und das war eigentlich so der Riesenmoment, wo auch für uns im Verein und für die Mannschaft auch für so eine große Wende gesorgt hat diese Saison. Ihr habt sehr viele Punkte nach Rückständen geholt. Vielleicht du als Kapitän, als Anführer dieser Mentalitätsmonster, dieser Jahn-Elf. Was zeichnet sie aus? Ja, ganz einfach, dass wir einfach nicht aufgeben. Wir wissen, dass immer alles möglich ist. Haben wir auch letztes Jahr schon bewiesen und auch in den Jahren davor wurde es bewiesen. Wir sagen uns immer wieder, ein Rückstand wirft uns nicht aus der Bahn. Wir haben eine riesen Mentalität in der Mannschaft. Auch der Charakter der Jungs ist einmalig. Habe ich selten so erlebt in der Mannschaft. Und wir zeigen das Woche für Woche. Und dann sind auch solche Spiele möglich, wo man dann sicher geglaubte oder verloren geglaubte Spiele noch drehen kann. Wie blickst du persönlich auf das Jahr zurück, deine sportlichen Leistungen? Du hast jetzt insgesamt 21 Tore erzielt. Bist gleichgezogen mit dem bisherigen Rekordhalter des SV Jahn in der ein- und zweigleisigen zweiten Bundesliga, Herfried Ruß. Ja, natürlich freut man sich über sowas. Aber das ist eine Randnotiz. Wichtig ist, dass wir unser Ziel erreichen. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Läuft ganz gut, auch persönlich bei mir diese Saison wieder. Und natürlich wünscht man sich immer noch das ein oder andere Tor mehr oder die ein oder anderen Punkte, die man noch mehr hätten holen können. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir eine sehr erfolgreiche Hinrunde auch gespielt oder komplettes Jahr 2018. Und daran gilt es nächstes Jahr anzuknüpfen. Es wird sehr, sehr schwer werden. Die Gegner haben sich jetzt auch langsam auf uns eingestellt oder wissen, was auf sie zukommt. Wir werden jetzt nicht mehr so unterschätzt, wie wir das vielleicht letzte Saison noch unterschätzt geworden sind. Und deshalb müssen wir hart weiterarbeiten, damit wir unser großes Ziel erreichen können.